Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir sind bald so weit, dass wir diese Ebene fertig haben. Und sind auch bald so weit, dass der Berg weg ist. Gott sei Dank. Dann gucken wir mal, wie gut die Brickthorns darin geworden sind, normale Quarries zu machen, also die nach unten gehen, weil wir haben ja einen kleinen Bug mit den Treppen, was sehr nervig ist. Und wir haben immer mal wieder Lags. Vielleicht hilft es ja wirklich bei diesem Spiel, gerade wenn ich den Codec auf den Grafikkarten-Codec umstelle. Falls irgendein OBS-Benutzer mir zuschaut und Erfahrungen hat mit dem Grafikkarten-Codec, also ich benutze im Augenblick den Standard-Codec, der halt CPU benutzt, statt der Grafikkarte. Ob der wirklich besser ist, weil er ist ja ziemlich neu noch. Wenn ich steige, versuche ich bei der nächsten Aufnahme mal auf den umzusteigen. Dann gucken wir mal, ob das Spiel dann vielleicht etwas besser läuft. So, wie sieht's hier aus? Die beiden, die werden irgendwie noch nicht gefüllt. Aber sie scheinen wenigstens einigermaßen normal zu füllen, also hier in der Ecke angefangen. Und ja, wenn sie das Fleckchen hier noch gefüllt haben, sind wir schon mal fertig mit der zweiten Ebene und können auf die dritte dann hochgehen. Also natürlich erstmal hier die Umrandung fertig machen. Und dann können wir wirklich anfangen, hier die dritte Fläche zu füllen. Beziehungsweise erstmal hier anfangen, Treppen und so zu setzen. So, unser Aufräumer ist auch bald fertig. Können wir ja schon mal den Quarry planen. Na, vielleicht zwei weiter weg. So, auch in die Breite und in die Breite. So, so tief können wir nicht. So, ich würde mal sagen, können wir hier hin? Vielleicht etwas tief? Ja, na, so. Vielleicht die Treppe dann so hin machen. Ja.
So, das heißt, den können wir entfernen. Den da können wir auch entfernen. Oh, und die Sonne geht langsam wieder auf. Sehr schön. Hier wird ordentlich gefüllt. Oh, sie scheinen das mit der Treppe hinzubekommen. Nur das Steine einsammeln könnte noch ein bisschen besser klappen. Dann grabt mal schön. Ihr habt ja jetzt ein paar Ebenen, die ihr runtergraben könnt. Erstmal. Aber ja, ich glaube, ich schicke euch dann demnächst mal wieder zum Bauen. Weil wir sind ja doch relativ voll. So, wir haben 7 Steine. Wir brauchen für den Bauvorgang noch 62 mehr. So, das sind jetzt erstmal 40 Steine. Also ja, wir haben wirklich diesen ganzen Teil der Insel richtig eben gemacht. Also zum größten Teil. Inklusive dem Berg hier und dem Berg hier. Oh, sehr schön. Sie haben die Löcher gefüllt. Das heißt, wir können jetzt die volle Breite machen und dann können Sie das in Ruhe füllen. Also da ist es mir auch gerade egal, wie sie es füllen. Hauptsache, sie füllen es.
Also ja, sie füllen schon wieder kreuz und quer, jetzt da ich es verschoben habe. So, wir brauchen noch 53 und haben 34 und ein paar sind unterwegs. Dann warten wir mal ab. Noch brauchen die ein bisschen, bis sie hier voll haben. Oh, da kommt einer außen rum und macht's von unten. Ja, die Steine werden schon abtransportiert.
Oh, der hing hier gerade fest irgendwie. Der einsame Stein. aber es wird. Wir haben auch nicht mehr viel hier. Wie viele Steinchen wären das noch? Falsche Baustelle. 35 und für die waren es noch 27. Also ja, schnappe ich mir noch mal 4 von denen. Mach daraus noch mal Steine. Jetzt sollten wir genug auf jeden Fall für hier haben. 33 steht dort und 33 haben wir, also sind das auf jeden Fall genug. Das heißt, es ist halt einfach wieder warten, bis wir fertig sind. Ja, da bringen sie auch wieder Steinchen. Wir haben noch 24 und wir brauchen 25 jetzt mittlerweile. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall kriegen wir so einen Haufen Steine weg.